Mit dem Unentschieden fühlten sich irgendwie beide Mannschaften als Sieger und so feierten Schweizer und Brasilianer zusammen noch in die Nacht hinein. Ab Schweiz! Ab Schweiz! Ja, wie sind Sie zufrieden mit dem Resultat? Ja, das ist doch ein super Resultat. Ein Start gegen Brasilien 1-1. Da hört man mehr. Also, alles andere wäre vermessen. Ich glaube, das ist das, wo man wo realistisch war, um das rauszuholen. Ja, sehr gut, sehr gut. Das ist irgendwie das Beste, was wir rausholen können. Es ist weiterhin offen alles, wir sind immer noch dabei. Das nächste Spiel gegen Serbien werden wir gewinnen und dann sind wir eine Runde weiter. Ist das heute ein bisschen wie ein Sieg? Ich würde schon sagen, es ist wie ein Sieg. Ja, gegen Brasilien haben wir nicht erwarten, dass man mit einem 1-1 heimgeht. Am Anfang hat es noch nicht so gut ausgesehen, wir haben immer bessere Spiele gefunden. Und am Schluss haben wir es relativ gut im Griff gehabt. Ja, natürlich sensationell, weil wir haben super gekämpft. Ich habe nach dem Berami-Ausfall Angst gehabt, weil er hat sensationell gespielt. Neymar hat keinen grossen Stich gehabt und dann hat sich ein bisschen geändert. Ende gut, alles gut. Der Sommer hat noch eine super und jetzt sind wir alle happy und zufrieden. Die Stimmung war genial, sehr friedlich auch mit den Brasilianern zusammen. Dadurch, dass es auch gemischt war, ist es vielleicht ein bisschen schade, jetzt nicht so typische Fangruppen gegeben, also Schweizer oder Brasilianergruppen. Aber es war total friedliche Stimmung, einfach für den Fußball. Sensationelle Stimmung, muss ich wirklich sagen. Das ganze Gemisch durcheinander, ja, super. Die Ambiance hat mich sehr gut gedunkt. Wir sind um Brasilianer herumgehöckelt und haben es gut mit ihnen gehabt. Die Russen sind auch sehr gastfreundschaftlich, aber ein bisschen kompliziert.